Hallo, ich bin der Kai Ruppel, komme aus dem schönen Wolferborn in Oberhessen, das ist bei Büding. Ich habe einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb mit Grünland, ein paar Schafe und ein Lohnunternehmen. Im landwirtschaftlichen Betrieb auf dem Ackerbauseite Wintergerste, Winterraps, Winterweizen und Mais im Frühjahr. Dieses Jahr auch Sonnenblume als Kultur, letztes Jahr Versuch Nutzhanf. Die Sache machen wir auch im Lohn für Betriebe, wo wir die Außenwirtschaft machen und auch die Maisaussaat. Dann sind wir auf die Brezea von Amazone gekommen. Da haben wir praktisch eine Multi-Sämaschine. Wir haben dann letztes Jahr im Herbst für uns die Einzelkorn-Raps gesät, wo ich sehr zufrieden bin. Wir haben im Frühjahr Zuckerrüben gesät, jetzt Sonnenblumen. Und da können wir die Maschine halt, sag ich mal, durchgehend halt nutzen. Ich habe die variabel teleskopierbare Maschine gewählt, da wir im Reihenabstand von 45, 50 oder alle 5 cm bis 75 die Aussaatbreite einstellen können. Beim Raps haben zum Beispiel 45 und 50, Zuckerrüben 50, Mais auch 45, 50 oder halt die 75. Wir sind da halt komplett flexibel. Ein wichtiger Grund ist noch die Fahrgeschwindigkeit. Die Vorgängermaschinen ist ja alles die Fahrgeschwindigkeit irgendwo bei 8 km/h bei sauberer Ablage fertig. Wir haben hier vorgegeben Fahrgeschwindigkeit von bis zu 14, 15 Kilometer, worauf wir letztes Jahr auch geachtet haben. Wir haben eine saubere Ablage. Das Korn wird durch den Kanal geschossen, auf eine Anfangrolle, nochmal in den Boden reingedrückt und so ist immer unten im Feuchten, wo es sofort Wurzeln bilden kann. Die Rapsaussaat habe ich mir gedacht, Einzelkorn, ein Sack Raps weiß ja jeder, was er mittlerweile kostet. Und genauer wie mit der Einzelkorn kann man es nicht sehen. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die Frühentwicklung sehe bei der Einzelkorn, wie der Stängel sich doch durch den Platz ausbreitet und wie dick er ist, zum Gegensatz zu der Drillsaat. Also gefällt mir gut. Wir müssen jetzt im Sommer mal schauen. Mit der Ernte werden wir die Flächen mal wiegen und was dann am Ertrag, ob es einen Unterschied gibt. Oder nicht, aber zum einen ist schon Ersparnis beim Saatgut. Wir fahren halt mit Einzelreihenabschaltung, mit GPS und das funktioniert auch hundertprozentig und da bin ich auch voll begeistert davon. Also die Maschine, ich bin von Grund auf erstmal begeistert. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich jederzeit sagen, die Maschine ist zu empfehlen. Vom Handling, von allem, Verständlichkeit, das passt.